bei Leon X. Heute wieder mal ein Live-Commentary, wieder das übliche. Ich spiele die in Version Hardcore bzw. Herrschaft auf der Map Hunted und ich habe es endlich geschafft. Ich habe meine beiden Sturmgewehre, die ich aufleveln wollte, auf Gold gespielt und ich werde jetzt die Man of War auf Gold spielen bzw. auf Tarnung Gold mit dem Pepsi, Quatsch, mit der Pepsi Lackierung. Weil ich eigentlich recht nice bin. Ich muss die irgendwann mal zu Pepska umwandeln. Ansonsten, ja. Heute soll erstmal nicht wieder mal, wie üblich, nicht Black Ops 3 im Vordergrund stehen, sondern mein Kanal. Beziehungsweise die Kanäle, die wir haben generell. Ich muss sagen, ihr seid echt krass. Ganz ehrlich. Das war ganz einfach aus dem Grund, ich habe bisschen herumgeguckt auf meinen Kanal, auf Manuels Kanal und auf Pepska habe ich ein bisschen rumgeguckt. Ich habe einfach mal verglichen, was die Abonnenten angeht, bin ich mit 12 immer noch in der Mitte. Pepska hat am wenigsten, Manuel hat immer noch am meisten. Aber ich muss mal ehrlich sagen, ich danke meinen Abonnenten besonders, weil die sicherlich die Videos von mir am ersten gucken. Aber ansonsten danke ich wirklich jedem, der meine Videos guckt, weil mein letztes Video, das ich gestern hochgeladen habe, wo ich Squash spielen war mit dem Markus, das wurde ganze 76 Mal angeguckt bis heute. Das ist nicht mal 24 Stunden her. Ihr bringt mich wieder bergauf. Ich danke allen, die meine Videos gucken. Und das, was ich euch noch sagen wollte, ist, ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, kann ja sein, aber als ich heute Morgen auf meinem Kanal geguckt habe, war es tatsächlich so, dass ich auf meinem zweiten Video, meinem vorletzten Video, also das von vorgestern, wo ich das mit dem Squash und so weiter spielen angekündigt habe, wo ich dann in der Stadt war, mir meine Schuhe kaufe und meine Selfie-Stange und so weiter und so fort. Heute Morgen sind das tatsächlich noch 121 Aufrufe. Aber irgendwie, als ich vorhin da drauf war, hat sich das dann wieder geändert. Ich habe extra noch heute Morgen einen Screenshot gemacht, damit ich das hier wirklich jedem beweisen kann. Aber jetzt hat es auf einmal irgendwie 9 Aufrufe nur noch. Keine Ahnung, ob das irgendwie ein Fehler ist oder so. Naja, egal. Auf jeden Fall. Aber ich muss schon sagen, in nicht mal 24 Stunden 76 Aufrufe. Das ist nicht schlecht. Also vielen Dank nochmals. Alle, die meine Videos gucken bzw. die meinen Kanal abonnieren, ich danke euch, ihr seid die Besten. Vielen Dank und macht auf jeden Fall weiter so. Aber was ich euch unbedingt sagen muss, schaut ruhig mal beim Manuel oder beim Stefan vorbei. Als ich bei denen mal geguckt habe, ich habe ja vor einigen Tagen mit Stefan, also bzw. mit dem Kanal Pepska, parallel zueinander das große Case Opening gemacht. Hier, ich habe dir schon mal erklärt, davor war ja doppeltes Krypto-Wochenende. Und wir haben währenddessen fleißig Kryptos gesammelt und haben dann parallel zueinander die Kryptos allesamt eingelöst. Und als ich mal die Videos an sich verglichen habe, hatte irgendwie Stefan auf seinem Kanal bloß 13 Aufrufe und ich hatte 52 Aufrufe. Also ich weiß nicht, was los ist, aber was ich euch eigentlich sagen will, schaut ruhig mal öfters bei Stefan oder bei Manuel vorbei, das tut euch weh, kommt mal. Die beiden haben auch ein bisschen mehr Anerkennung verdient. Was die da machen, ist nicht weniger schwierig als das, was ich mache. Das sind korrekte Jungs, ja, also die haben es verdient auf jeden Fall. Da brecht ihr euch keinen Zacken aus der Krone, wenn ihr das macht. Es würde vor allem mir auch ein gutes Gefühl geben, dass ich meinen Freunden helfe. Bereit machen für die nächste Wie gesagt, Runde. Die Kanalgründung war unsere gemeinsame Idee, nur dass Manuel und ich in letzter Zeit nicht so wirklich hinterherkommen damit mit Pepska. Deswegen ist Stefan der vorübergehende Manager, ja, Entschuldigung, aber Halbzeit. Naja, wir versuchen das demnächst ein bisschen anders zu regeln. Wie gesagt, ich habe ja vor, mit Manuel zusammen in eine WG zu ziehen. Er regelt das gerade noch für mich.
Alpha ist abgesichert. Und naja, sichern ich denke mal, dass es gerade dann viel besser klappen würde, wenn Manu zum Beispiel zusammen wohnen würden. Da könnten wir das vor allem mit Pepska einfacher regeln. Bravo, gesichert. Jeder macht halt sein Ding auf seinem Kanal noch zusätzlich. Charlie wird wir gesichert. Hätten einfach mehr Zeit, mehr Absprache, wir könnten zusammen ein Thema machen. Und was ihr auch mir mal von mir aus mal in die Kommentare halten. Schreiben könnt, auch ruhig bei den anderen beiden, macht da mal ein Commentary mit dem und dem. Ich weiß, Manuel hat sich bis jetzt noch nicht gezeigt, online. Stefan auch nicht, aber Manuel hat das, wie gesagt, er hat mal bestimmt Abonnentenzahl vor. Wie es mit Stefan aussieht, weiß ich nicht. Ob er sich überhaupt zeigen will, weiß ich auch nicht. Aber naja, es ist ja immer noch deren Sache. Wie gesagt, unser Kanal Pepska, auf dem wollte ich mich auch irgendwann mal blicken lassen. Ich hoffe, dass es Stefan auch tut. Wie es mit Manuel aussieht, wie gesagt, seine Abonnentenzahl, da zeigt er sich auf seinem Kanal. Wie viele es genau sind, hat er immer noch nicht gesagt. Wie viele es genau sein müssen, sorry. Aber es ist halt seine Sache, er soll das selber bestimmen. Das LP bei in seinem Kanal steht ja gerade für Let's Play. Soll ja auch eigentlich, hat er ja zumindest vorgehabt, ein reiner Let's Play-Kanal sein. Aber irgendwann wollte er sich dann doch zeigen. Nur wann, das kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ja, ich versuche ihn ja auch schon umzustimmen. Ich habe ihm das Angebot mal gemacht, mit mir mal ein Live-Commentary zu machen zum Beispiel. Er war ja schon mal bei einem dabei. Ich habe schon mehrere mit Stefan zusammen gemacht, aber auch nur mit Stefan. Ich krieg Manuel bestimmt dazu rumgeredet, dass er nur mit mir zusammen ein Live-Commentary macht. B. Und zwar ein geplantes, wirklich sauber ausgeführtes, so wie mit Stefan. Übrigens, dieses Live-Commentary mit unterwegs. Stefan, das ich vor gar nicht allzu langer Zeit gemacht habe, das hat schon ein bisschen Vorbereitung gebraucht. Das ist nicht mal eben so, fertig. Nee, so einfach ist es auch wieder nicht. Unterwegs. Ich sag mal, so ein Live-Commentary, das mit jemandem zusammen zu machen, das braucht schon wir so ein bisschen Planung, Alpha. So ein bisschen tüfteln, muss man da schon. Ist nicht so wie die üblichen Videos, einfach so, da ist es. Es ist schon, vor allem auch meine Real-Life-Videos, da muss ich auch vorher planen, ja, was mache ich, was könnte die interessieren, da kann ich ja nicht einfach irgendwann sagen, ja, ich mach das. Das wird schon passen. Nein, das geht ja nicht. Ich muss euch ja was bieten. Ich kann euch ja nicht irgendeine Scheiße dahin drehen. So, ich bin zu Hause und jetzt film ich mich mal beim Zocken. Obwohl, das könnte ja auch ganz lustig sein. Schreibt mal unbedingt in die Kommentare, was ihr für Vorschläge habt. Wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, ich brauche Vorschläge. Aber jetzt meine ich nicht nur auf Spiele bezogen, sondern generell, was ich machen könnte. Naja, das Video endet an dieser Stelle. Das Spiel auch. Score 13-11. Nicht der Brüller, es ist zwar positiv, ich bin zwar der Schlechteste im Team, aber ich muss dazu sagen, ich habe wirklich die komplette letzte Woche kein Black Ops 3 gezockt, wirklich gar nicht, weil ich mich einfach alle nur noch CDP-Einheiten ausgeschaltet. Auf meine Real-Life-Videos und so weiter vorbereitet habe. Ich war du ja, wie gesagt, ich spiele jetzt das Vorspielen, ich bin immer noch K.O. davon. Ansonsten, ich habe ein paar schon abgedrehte Videos reingestellt. Ich habe es ja schon mal gesagt, manchmal drehe ich so mehrere Videos am Stück, die dann richtig gut sind und bearbeite die dann später, hau die rein. Das habe ich in den letzten Tagen gemacht, weil ich einfach keinen Bock hatte und auch keine Zeit hatte zu zocken. Tut mir leid dafür. Ich werde mich in den nächsten Tagen bessern. Wie ihr seht gerade, zweites Prestige, 55. Ich könnte jetzt ins dritte Prestige kommen, aber das mache ich eben nicht, damit ich euch die Video, damit ich weiterhin noch ein paar Live-Commentaries für euch raushauen kann. Naja, ansonsten, ja, dann sag ich mal, ja genau, noch große Ankündigung. Jetzt am Wochenende bin ich bei meinem Vater. Ob ich da drehen kann, weiß nicht. Es werden, wenn überhaupt, Real-Life-Videos kommen. Oder es wird gar nichts kommen. Am Sonntag kommt ja sowieso nichts. Aber naja, ich weiß es halt noch nicht. Ich muss mal gucken, weil meine PlayStation 4 kann ich leider diesmal nicht mit dahin nehmen. Tut mir leid, aber so ist es nun mal. Ansonsten war es das für heute. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank für die vielen Aufrufe. Und wirklich vielen, vielen Dank.
dafür meine ich danke besonders meinen Abonnenten, mein, ich habe sind zwar nur 12, aber ich danke euch. Ansonsten schaut bitte bei den anderen Jungs vorbei, die ich schreibe die Kanäle alle unten in die Videobeschreibung. Ich kann es leider nicht verlinken, da ich es von der PlayStation aus mache. Aber bitte, bitte bitte schaut doch mal auf deren Kanälen vorbei. Das war's von mir für heute und sag mal bis dahin. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was.